Die Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg ist eine vorsätzliche Lüge. Nicht die Opfer, nicht der Heldenmut, nicht die schreckliche Verschwendung von mehr als 16 Millionen Menschenleben, all das war sehr real. Doch seit bald einem Jahrhundert wird erfolgreich vertuscht, wie alles begann. 1919 verkündeten die Sieger in Versailles, dass Deutschland ganz allein für die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts verantwortlich sei. Es habe den Krieg vorsätzlich geplant und alle Vorschläge für Versöhnung und eine friedliche Lösung zurückgewiesen. Vehement beteuerte Deutschland seine Unschuld. Für Berlin war der Krieg ein Verteidigungskrieg gegen die Aggressoren aus Russland und Frankreich gewesen. Der vom großen Generalstab des Deutschen Kaiserreichs konzipierte Schliefenplan war von Beginn an eine Verteidigungsstrategie und der letzte verzweifelte Weg, der Deutschland noch offen stand, wollte man sich nicht gleichzeitig von Osten und von Westen her überrennen lassen von den riesigen Heeren, die Russland und Frankreich an den deutschen Grenzen aufmarschieren ließen. Aber es sind die Sieger, die die Geschichtsbücher schreiben, und es war ihre Interpretation, die sofort in die offizielle Geschichtsschreibung einfloss. Es wurde Allgemeinlehre, dass es beim Ersten Weltkrieg um deutschen Militarismus ging, um deutsches Expansionsstreben und um den deutschen Einfall im neutralen Belgien. Das System geheimer Allianzen, das internationale Marinewettrüsten, der Wirtschaftsimperialismus und die Theorie von einem unvermeidbaren Krieg schwächten die Vorwürfe gegen Deutschland später etwas ab. Doch im Hintergrund hielt sich weiter der Konsens, Deutschland allein habe den Krieg gewollt. In den 1920er Jahren stellten sehr renommierte Geschichtsprofessoren aus den USA und Kanada wie Sidney Bradshaw Fay, Harry Elmer Barnes und John S. Ewart das Urteil von Versailles und die Beweise, aufgrund derer Deutschland die Kriegsschuld zugewiesen wurde, ernsthaft in Frage. Sie wurden daraufhin von anderen Historikern heftig attackiert. Auch heute noch geben viele der führenden Kriegshistoriker weiterhin Deutschland die Schuld. Die Autoren Jerry Doherty und Jim McGregor decken in ihrem Buch »Verborgene Geschichte« auf, dass es weder eine deutsche Kriegsschuld gab, noch dass die ganze Welt schlafwandlerisch in diese Tragödie gestolpert ist. Laut ihren Recherchen haben Kriegstreiber in London die Welt mit einer geheimen Intrige in den Krieg gestoßen. Ich denke, es ist sehr wichtig, besonders für Deutschland. Euer ganzes Leben lang hat man euch Dinge über den Ersten Weltkrieg, den Krieg, Schuld und wer den Krieg verursacht hat, erzählt, die offenkundig nicht wahr sind. Gemeinhin gilt 1914 als Auftakt des Weltkriegs. Aber die zentralen Entscheidungen, die dazu führten, waren bereits viele Jahre zuvor getroffen worden. Diese Dokumentation ist bestrebt, die These von der Kriegsschuld Deutschlands zu widerlegen und die wahren Anstifter zu enttarnen. Nach 15 Jahren Vollzeit-Recherchearbeit habe ich jetzt nicht den geringsten Zweifel mehr. Es gab eine geheime Clique in England, mit Partnern an der Wall Street, in New York und in Washington, die dafür verantwortlich ist, mit voller Absicht den Ersten Weltkrieg ausgelöst zu haben. Geschichtsfälschung? Ein Geheimbund, der die Weltherrschaft anstrebt? Großbritanniens Elite schuld am Ersten Weltkrieg? Wer meint, es handele sich hier um Verschwörungstheorien, sollte sich unter anderem die Arbeiten von Carol Quigley ansehen, einem der renommiertesten Historiker des 20. Jahrhunderts. Er war Professor für Geschichtswissenschaft an der Georgetown-Universität. Er war Mitglied zahlreicher großtuerischer Gremien der amerikanischen Regierung, der US Navy und Teilnehmer an diversen Kongresssitzungen. Mit seinen Büchern »The Anglo-American Establishment« und »Katastrophe und Hoffnung« hat Carol Quigley entscheidend zum besseren Verständnis der modernen Geschichte beigetragen. Dies ist das Buch, das bei mir großen Eindruck hinterlassen hat. »The Anglo-American Establishment« von Carol Quigley. Er schrieb es 1947. Er hatte Hintergrundwissen über die Geheimgesellschaft vom emeritierten britischen Historiker Professor Alfred Zimmern erhalten.
der selbst ein Mitglied dieser geheimen Clique gewesen war. Er versorgte Carol Quigley mit zahlreichen Informationen über diese Gruppe. Quigley war natürlich besorgt über mögliche Folgen seiner Veröffentlichung dieser Dinge. Daher veranlasste er, dass dieses Buch erst nach seinem Tod veröffentlicht werden sollte. Ich glaube, es war 1977, als Quigley verstarb. Er war gerade 65 Jahre alt, als er eine plötzliche Herzattacke erlitt. Ich habe mich oft gefragt, ob das mit rechten Dingen zuging. Dieses Buch wurde 1981 veröffentlicht. Es ist nach meiner Ansicht und der meines Co-Autoren Jerry, ebenso der vieler anderer Autoren, von sehr großer Bedeutung. Und ich würde jetzt gerne kurz ein Zitat daraus vorlesen. Kein Land, dem an seiner Sicherheit gelegen ist, sollte solche Machenschaften zulassen wie die der Milner-Gruppe. Dass eine kleine Schar Männer es fertigbrachte, solch großen Einfluss in Verwaltung und Politik auszuüben und ihr auch die schier vollständige Kontrolle überlassen würde, die Veröffentlichung von Schilderungen ihres Handelns zu zensieren. Kein Land sollte zulassen, dass sie solchen Einfluss auf die Informationsquellen nehmen konnten, die die öffentliche Meinung speisen und somit in der Lage waren, die Geschichtsschreibung und Geschichtslehre ihrer eigenen Zeit zu monopolisieren. Kontrolle über die Geschichtsschreibung und Geschichtslehre. Das bedeutet, man erhält eine enorme Macht. Quigley erwähnt die Milner-Gruppe. Milner ist ein sehr wichtiger Akteur in dieser Geschichte. Wir werden später näher auf ihn eingehen. Quigley bewegte sich in den allerhöchsten Kreisen, hielt Vorlesungen an den besten Universitäten der USA, unter anderem in Harvard, Princeton und Georgetown, und fungierte als Berater für das amerikanische Verteidigungsministerium. Er hatte Zugang zu Menschen, die direkt mit der Geheimgesellschaft zu tun hatten. Zum Beispiel dem bereits erwähnten Historiker Sir Alfred Zimmern. Dieser kannte die meisten zentralen Akteure des Geheimbundes persönlich. Denn bevor er 1923 aus dem Geheimbund ausschied, war Zimmern selbst 10 Jahre lang Mitglied gewesen. Die geheime Elite hatte die Macht, die Geschichtsschreibung und die Geschichtslehre zu kontrollieren und zu manipulieren. Sorgfältig prüfte sie offizielle Regierungsunterlagen und entschied, welche Dokumente in die offizielle Version der Geschichte des Ersten Weltkriegs einfließen sollten. Viele Unterlagen wurden verbrannt, aus den offiziellen Registern getilgt, vernichtet, gefälscht oder umgeschrieben. Auch ein Werk Carol Quigleys wurde Opfer dieser Unterdrückung. Quigleys wichtigstes Buch, The Anglo-American Establishment, wurde also erst nach seinem Tod veröffentlicht. Während er daran arbeitete, verfasste er ein weiteres Werk, Tragödie und Hoffnung, eine Geschichte der Welt in unserer Zeit. Es wurde 1966 zuerst veröffentlicht. Ein richtiger Wälzer mit 1300 Seiten, ebenso voll mit erstaunlichen Informationen, wie Finanzmächte die Politik kontrollieren und wie sie durch die Kontrolle der Presse und der Lehranstalten, der Geschichtslehre und Geschichtsschreibung die ganze Welt kontrollieren. Dieses Buch wurde zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Und es wurde aus den Geschäften entfernt. Er selbst sprach darüber, er hätte Dinge geschrieben, die die Mächtigen unbedingt weiter geheim halten wollten. Es war schon eine komische Sache. Da mit einem Schlag alle Exemplare des Buches aufgekauft worden waren, hatte die Elite das Buch damit quasi zu einem Bestseller gemacht. Er ging also zu seinem Verleger, dem Macmillan Company Verlag, und sagte, lasst uns eine Zweitauflage drucken. Oh, es tut uns leid, Professor Quigley. Wir haben die Druckplatten des Buchs verloren. Sie sind spurlos verschwunden. Es war also Druck auf den Verlag ausgeübt worden, das Buch nicht mehr weiter zu verlegen. Es ist sicher nur ein Zufall, dass diese Macmillan Company sich im Besitz der Familie von Harold Macmillan befand, der in den 50er Jahren britischer Premierminister war. Um hinter die wahren Gründe für den Ersten Weltkrieg zu kommen, haben die Autoren Jerry Doherty und Jim McGregor die wissenschaftlichen Arbeiten von Professor Quigley analysiert.
Wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich eine Gruppe gab, die Einfluss auf die Geschehnisse hatte. Manche Autoren nannten sie die Finanzmächte, andere den sogenannten tiefen Staat. Wir sind davon überzeugt, dass diese einflussreiche Gruppe zu jener Zeit noch viel größer und mächtiger war, als selbst Quigley bewusst war. Aus diesem Grund beschlossen wir, sie die geheime Elite zu betiteln, um sicherzustellen, dass wir dem gesamten Ausmaß des Einflusses gerecht werden, den diese Leute ausübten. Laut Quigley wurde der Geheimbund 1891 in London vom britischen Unternehmer, Politiker und späteren Diamantenmillionär Cecil Rhodes gegründet. Die beiden anderen Gründungsmitglieder waren William Steed und Lord Asher. Lord Asher beschrieb Cecil Rhodes folgendermaßen: Rhodes ist ein vorzüglicher Enthusiast, aber er sieht Menschen als Maschinen. Er hat gewaltige Ideen und geht vermutlich bei der Wahl seiner Mittel eher skrupellos vor. Was Rhodes anstrebte, war eine Geheimgesellschaft. Geheimhaltung war von größter Bedeutung. Diese Organisation war eine Gruppe sehr einflussreicher und mächtiger britischer Persönlichkeiten. Manche davon waren im innersten Zirkel. Quigley unterscheidet dabei zwischen dem Kern der Gruppe, er benennt Milner, Rothschild, Steed und andere, und dem äußeren Ring, einen Ring aus Agenten und Sympathisanten, die in manche, aber eben nicht in alle der Pläne eingeweiht waren. Und darum gruppiert, wie die Ringe einer großen Zwiebel, weitere Verbündete. Selber wichtige Persönlichkeiten, Mitglieder der Regierung, sogar Kabinettsminister. Aber diese Leute wussten oft nicht genau, wer wirklich im Hintergrund die Fäden zog. Von den drei ursprünglichen Gründern brachte jeder spezielle Eigenschaften und Verbindungen mit. Cecil Rhodes hatte in Südafrika mit Gold- und Diamantenhandel ein enormes Vermögen angehäuft. Er kaufte viele kleine Bergbaufirmen auf und gilt als Hauptverantwortlicher dafür, De Beers Consolidated Mines zum weltgrößten Diamantenlieferanten gemacht zu haben. Als Premierminister der Kapkolonie war er Herr über ein riesiges Territorium im südlichen Afrika. Wenn wir an Cecil Rhodes denken, dann denken wir an Gold und Diamanten. Wir denken an Südafrika. Er war ein sehr, sehr reicher Mann. Den Großteil seines Startkapitals erhielt er vermutlich von den Rothschilds. Und das ist wichtig, denn er hatte ausgiebige Geschäftsbeziehungen zu dieser großen Familiendynastie. Rhodes wusste von seiner Herzschwäche. Er war krank und fühlte, dass er nicht mehr lange leben würde. Er würde ein großes finanzielles Erbe hinterlassen und er war entschlossen, dass dieses Geld genutzt werden sollte, um dem Empire zu größerem Ansehen zu verhelfen, um seine Geheimgesellschaft zu stärken und sicherzustellen, dass die besten der englischen Wertevorstellungen die Welt beherrschen sollten. Rhodes' Plan war es, die Verbindungen zu Amerika zu stärken, da die Inselnation England ohne Amerikas Unterstützung nur schwer zu verteidigen sei. Oxford sollte zum führenden Bildungszentrum der englischsprachigen Welt werden. Elite-Studenten, speziell solche aus amerikanischen Staaten, sollten finanziell gefördert werden. Treuhänder würden die glücklichen Empfänger eines Rhodes-Stipendiums auswählen. Doch Cecil Rhodes war viel mehr als ein Wohltäter der Hochschulen. Direkt nach Rhodes Tod sagte sein Freund und Geheimbundbruder William Steed, er war der erste einer neuen Dynastie von Geldkönigen, die sich in diesen Zeiten als die echten Herrscher der modernen Welt erwiesen haben. Rhodes ging es darum, in seinem Geheimbund möglichst viel Kapital zu sammeln, um damit Regierungen, Politiker und die Presse zu beeinflussen. Rhodes Verbündeter William Steed stand dabei für die damals neueste Macht auf der politischen Bühne. Preisgünstige Tageszeitungen, die ihre Ansichten immer stärker unter das Volk brachten. Steed war der bekannteste Journalist seiner Zeit. 1885 hatte er die viktorianische Gesellschaft aufgerüttelt, als er in einem unverblümten Artikel in der Pall Mall Gazette die Kinderprostitution anprangerte.
Schockiert verfolgte die Öffentlichkeit Steeds Artikelreihe, in der er über Entführungen und den Verkauf junger Mädchen aus unteren Schichten an Pädophile aus der Oberschicht berichtete. Der große Protest der Londoner Bevölkerung zwang die Regierung, ein Gesetz zum besseren Schutz von Frauen und Mädchen zu verabschieden. Rhodes war beeindruckt. Steed war jemand, der Einfluss auf die Öffentlichkeit hatte. Er gehörte zu den ersten Enthüllungsjournalisten und baute sich ein großes Netzwerk junger Journalisten auf. Beim dritten Gründungsmitglied handelte es sich um Reginald Balliol Brett, besser bekannt als Lord Escher. Escher genoss immensen Einfluss in den höchsten Gesellschaftsschichten. Wenn wir an Reginald Balliol Brett denken, bekannt als Lord Escher, dann ist das ein weiterer Akteur, der uns zuvor vollkommen unbekannt war. Und dennoch war Escher eine sehr wichtige Persönlichkeit im viktorianischen und im edwardischen England. Hier haben wir einen sehr, sehr mächtigen Mann vor uns. Mächtig, denn er war das Bindeglied zwischen dem Adel und der Krone. Er war der Vertraute und Berater von drei Monarchen. Ihm wurden eine ganze Reihe von gesetzeswidrigen Verhältnissen nachgesagt. Ein Autor beschreibt ihn als jemand, der sich auf der einen Seite mit der Monarchie und auf der anderen Seite mit heranwachsenden Knaben beschäftigte. Aber davon wusste die Öffentlichkeit nichts. Und jede Zeitung, die darüber berichtet hätte, hätte es riskiert, alles zu verlieren. Interessant ist, dass dieser finstere Charakter für die geheime Elite eine wichtige Rolle spielte. Er hatte Zutritt zum Geheimen Komitee zur imperialen Verteidigung, das Premierminister in Militärfragen beriet. Er bekam die Aufgabe, die britische Armee zu reformieren, nach der Blamage im Burenkrieg. Er war in die Entscheidungsprozesse über die Besetzung wichtiger Ämter involviert. Er informierte Politiker im Voraus, die für hohe Ämter auserkoren worden waren, weil sie die richtige Einstellung hatten. Zwei weitere Personen rückten sehr rasch in den innersten Zirkel des Geheimbundes auf. Der international agierende Bankier Lord Nathaniel Rothschild und Alfred Milner. Die beiden Männer standen für unterschiedliche Aspekte von Macht und Einfluss. Der bei weitem reichste Mann der Welt, Lord Nathaniel Rothschild, gehörte der Gruppe an. Carol Quigley sagte, Rothschild hätte sich bald enttäuscht abgewandt und der Gruppe den Rücken gekehrt. Je mehr wir darüber recherchiert haben, desto deutlicher wurde uns, dass das nicht stimmte. Rothschild war schier allgegenwärtig. Er hatte immense Macht in Großbritannien. Die Dynastie der Rothschilds sah sich auf Augenhöhe mit den Königshäusern. Nicht umsonst hieß der Londoner Stammsitz New Court, Neuer Hof. Ihr Einfluss war so groß, dass die Londoner Polizei dafür sorgte, dass die Rothschild-Kutschen auf den Straßen der Hauptstadt stets Vorfahrt hatten. Sie verfügten dank ihrer engen Familienbande über nahezu unbegrenzte Ressourcen und konnten überall und jederzeit auf ein Netzwerk von Agenten zurückgreifen. Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Rothschilds als Juden noch gesellschaftliche Außenseiter, doch das sollte sich bald ändern. Mithilfe ihres gewaltigen Reichtums nahmen sie großen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung jener Zeit. Mit Rothschild-Anleihen wurden Eisenbahnnetze in Europa und Amerika finanziert. Das Bankenimperium stellte die Mittel für Erzgeschäfte, Rohstoffhandel, Gold- und Diamantenabbau und für Ölbohrungen. Führende Rüstungsbetriebe deckten sich bei den Rothschilds mit Kapital ein. Die Hauptzentralen der Rothschild-Familie saßen in London, Paris, Frankfurt, Neapel und Wien. Der englische Ableger N.M. Rothschild & Co. entwickelte sich unter der Leitung von Lionel Rothschild zum wichtigsten Standbein der gesamten Dynastie. Lionel förderte die Familieninteressen enorm, indem er sich erst Prinz Albert, den Gemahl von Königin Victoria, und bald auch die gesamte Königsfamilie zum Freund machte. Er hatte auf jeden Fall ihr Wohlgefallen erregt. Er erwarb Balmoral Castle für sie und weitere herrschaftliche Anwesen. Lionels Nachfolger war sein Sohn Nathaniel, Natty, der als Chef der Londoner Rothschild-Filiale zum mit Abstand reichsten Mann der Welt aufstieg.
1885 wurde Netty in den Adelsstand erhoben. Zum damaligen Zeitpunkt waren er und die gesamte Familie aus dem Gefolge des Prinzen von Wales nicht mehr wegzudenken. Netty Rothschild setzte die Familientradition fort, dem Königshaus Darlehen zu geben, die nie wieder eingetrieben wurden. Er beglich die Spielschulden des Prinzen von Wales, des späteren König Edward VII. Ebenso kam er auch für dessen phänomenal hohe Schulden in diversen Pariser Bordellen auf. Netty Rothschild vertrat die Ansicht, dass sämtliche politischen Lager in Finanz- und Diplomatiefragen auf die Rothschilds hören sollten. Man dinierte zusammen in exklusiven Clubs und lud die Entscheidungsträger auf die Familienanwesen ein, wo Politiker und Adlige gleichermaßen fürstlich bewirtet wurden. Vor seinem Tod im Jahr 1915 befahl Netty, dass seine komplette Privatkorrespondenz nach seinem Ableben verbrannt werden sollte. Was hätten diese Unterlagen enthüllt, diese Briefe an Premierminister, Außenminister, Vizekönige und Politiker? Im Gegensatz zu Netty Rothschild war Alfred Milner ein Selfmade-Man. Er war es, der die Männer hinter dem Vorhang letztlich führen sollte. Von allen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts ist Alfred Milner wahrscheinlich die bedeutendste und auch die unbekannteste. Wer sonst rühmte sich damit, zwei Kriege entfesselt zu haben? Er gab zu, dass er es war, der Paul Kruger zum Zweiten Burenkrieg provozierte. Er stand im Zentrum der Bemühungen, den Ersten Weltkrieg vorzubereiten und auszulösen. Und doch wurde dieser Mann aus den Annalen der Geschichte getilgt. Milner war trotz seiner teils deutschen Vorfahren sehr stolz auf sein Englischsein. Er war unglaublich stolz auf sein Oxford-Studium und all die daraus resultierenden Kontakte zu politischen Kaste. Er war selbst sehr talentiert. Er war dazu fähig, im späteren Leben und auch in seiner Zeit in Südafrika Scharen talentierter junger Männer um sich zu versammeln, die alle große Karrieren vor sich hatten. Aber Milner war ein Mann, der nicht gern im Rampenlicht stand. Er hatte frühzeitig gelernt, dass Demokratie ein zweischneidiges Schwert war. Er mochte die Art Demokratie, die alle seine Forderungen erfüllte. Er hatte kein Vertrauen in die liberalen Parteien seiner Zeit und große Vorbehalte ihnen gegenüber. Er war der Ansicht, sie begingen Verrat am Vaterland und investierten nicht genug Geld in die Rüstungsindustrie und trieben die Ziele des Empire nicht entschlossen genug voran. Er sah es als seine Rolle an, das Empire für den kommenden Krieg vorzubereiten. Am Gründungstreffen der geheimen Elite konnte Milner nicht teilnehmen, weil er noch als Generaldirektor für Finanzen in Kairo arbeitete. Er wusste aber bereits sehr genau, was Rhodes plante. Der 1854 in Deutschland als Sohn britischer Eltern geborene Milner war ein begabter Akademiker und sprach fließend Französisch und Deutsch. Sein Studium finanzierte er mit Stipendien, denn er besaß kein eigenes Vermögen. Seine Laufbahn begann als Anwalt, dann wandte er sich dem Journalismus zu. Dabei arbeitete er auch mit William Steed zusammen. Steeds journalistische Kampagnen für mehr Zusammenhalt zwischen den englischsprachigen Nationen weckten Milners Interesse. Als Milner im April 1891 das erste Mal auf Heimaturlaub war, traf er sich mit Lord Rothschild und anderen Mitgliedern der geheimen Elite zum Abendessen. Laut Professor Quigley entwickelte sich Milner zum fähigsten im Geheimbund. In der Zeit von 1892 bis 1896 leitete er die Finanzverwaltung, damals die größte Regierungsabteilung. Wenn diese Geschichte eine Hauptperson hat, dann ist es Alfred Milner. Rhodes from an early time. Rhodes erkannte in Milner schon frühzeitig den Mann, der ihre Gruppe zum höchsten Sieg führen könnte. Und Rhodes sagte wörtlich, was immer Milner sagt, das sage ich auch. Wenn Milner Ja sagt, dann sage ich Ja. Wenn Milner Krieg sagt, dann sage ich Krieg. Milner wurde sein auserkorener Nachfolger und Milner enttäuschte ihn nicht. Fünf zentrale Akteure bestimmen nun das Handeln des Geheimbunds.
Rhodes, Steed, Escher, Rothschild und Milner. Es war eine kleine Clique, die sich da aufmachte, die Welt zu beherrschen. Aber sie hatte die internationale Finanzmacht, Großmeister der Politik und Entscheidungsträger in wichtigen Regierungsämtern an ihrer Seite. Mit königlicher Erlaubnis gründete Rhodes 1889 die British South Africa Company. Diese stellte eine Privatpolizei und eine Privatarmee auf, die den Eingeborenen und den Siedlern auf brutale Weise mehr und mehr Land abnahm. Rhodes träumte von einer Eisenbahn, die von Kapstadt nach Kairo führte und damit im Grunde den gesamten Kontinent unter britische Kontrolle brächte. Sie würde die gewaltigen britischen Kolonien miteinander verbinden, von den Gold- und Diamantenminen Südafrikas bis zum Suezkanal und von dort weiter durch den Nahen Osten bis nach Indien. 1890 wurde Rhodes Ministerpräsident der Kapkolonie und seine aggressive Politik gegenüber der unabhängigen Burenrepublik Transvaal und dem Oranje-Freistaat musste früher oder später zum Krieg mit den Buren führen. Die Buren waren Nachfahren der Siedler aus Nordeuropa, vor allem aus Holland und Deutschland. Sie waren meist Bauern und wurden auch Afrikaner genannt. In den 1830er und 1840er Jahren hatten viele von ihnen den großen Trek angetreten und waren ins Landesinnere gezogen, auf der Suche nach geeignetem Farmland, das nicht unter britischer Herrschaft stand. Einige siedelten sich auf der Nordseite des Oranje-Flusses an und gründeten den Oranje-Freistaat. Andere zogen weiter, über den Waalfluss hinaus und gründeten den Burenstaat Transvaal. Die britische Regierung hatte den Burenrepubliken zwar die Selbstverwaltung zugesprochen, aber das war Makulatur, als 1896 in Transvaal riesige Goldvorkommen entdeckt wurden. In Transvaal lag die politische Kontrolle bei den Buren, die wirtschaftliche Macht dagegen hatten jedoch bald die britischen Einwanderer inne, die der Goldrausch ins Innere des Kontinents lockte. Diese Uitlanders, wie die Buren sie nannten, hatten zwar jede Menge Geld, doch die vollen Bürgerrechte blieben ihnen verwehrt. Auch wurden unter der Regierung von Burenpräsident Paul Kruger die ausländischen Bergbaufirmen sehr hoch besteuert. Zwei willkommene Gründe für die Briten, Anstoß am Verhalten der Buren zu nehmen. Im Dezember 1895 planten Rhodes und seine Verbündeten, einen Aufstand der Uitlanders in Johannesburg anzuzetteln. Cecil Rhodes' Freund Dr. Leander Starr Jameson, Kommandeur der Truppen der British South Africa Company, sollte gleichzeitig einen bewaffneten Überfall über die Grenze hinweg durchführen, um den Aufstand zu unterstützen. Eine befreundete Südafrika-Korrespondentin der London Times schrieb im Vorfeld viele burenfeindliche Beiträge, um die öffentliche Meinung in England auf einen Krieg einzustimmen. Doch aus dem Aufstand wurde nichts, denn die Uitlanders waren weder so unglücklich noch so unterdrückt, wie es in der Times dargestellt wurde. Die Kunde vom bevorstehenden Truppeneinfall hatte in Johannesburg die Runde gemacht und die Einheiten von Präsident Kruger standen bereit. Jameson und seine Männer wurden umzingelt und nach einem kurzen Gefecht gefangen genommen. Der Jameson-Überfall war insgesamt ein Desaster. Es war ein Desaster, denn Jameson und seine Bande ritten in eine Falle und wurden allesamt gefangen genommen. Das war natürlich ein internationaler Zwischenfall. Und es fiel auf London zurück. Hinweise erschienen in der Presse. Es kamen Behauptungen auf, dass das Kolonialamt, also die Regierung, von dem geplanten Überfall gewusst und diesen befürwortet hatte. Das hätte die Regierung sehr schlecht dastehen lassen. Also musste alles geleugnet und heruntergespielt werden. Und so wurde es gemacht, obschon eine parlamentarische Untersuchung angesetzt wurde. Aber das war nicht mehr als eine bloße Schönfärberei. Am 3. Januar 1896 sandte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Paul Kruger eine Depesche, in der er ihm gratulierte, dass es ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit ihrem Volk gelungen ist, die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren. In Großbritannien wurde die Depesche des Kaisers als versteckte Drohung proklamiert. Deutschland sei bereit, die Buren bei Auseinandersetzungen mit dem Empire zu unterstützen.
In der britischen Presse brach ein Sturm antideutscher Schmähungen los. Die Times präsentierte das Telegramm des Kaisers als Beispiel schamloser deutscher Einmischung und verkündete: England wird sich Drohungen nicht beugen und vor Beleidigungen nicht niedersinken. In London wurden deutschen Ladenbesitzern die Scheiben eingeworfen. Deutsche Matrosen wurden auf den Straßen angegriffen. Dieser von den Medien provozierte kollektive Wutausbruch in England brachte Wilhelm II. Dazu, an seine Großmutter, Königin Victoria, zu schreiben: Niemals war das Telegramm als Schritt gegen England oder eure Regierung gedacht. Die Propagandamaschinerie der geheimen Elite stellte Jamesons Überfall als heldenhaften Akt hin und verwandelte den potenziell sehr schädlichen Vorfall in etwas Gutes. Soweit es die britische Öffentlichkeit anging, hatte die Krise überhaupt nichts mit den Goldfunden in Transvaal zu tun. Grund waren vielmehr die eingeschränkten Rechte der Uitlanders und ihre schlechte Behandlung durch die Buren. Rhodes musste als Premier der Kapkolonie zurücktreten und sich in London vor einem Parlamentsausschuss verantworten. Er stand im Zentrum eines internationalen Skandals. Die parlamentarische Ermittlung wusch die Verschwörer letztendlich von allen Vorwürfen frei und die Macht von Rothschilds und Rhodes' British South Africa Company blieb unangetastet. Aber Rhodes' Führungsposition hatte irreparablen Schaden genommen. Er war ein Gefährte Jamesons und das Ganze ließ ihn sehr schlecht dastehen. Die Buren waren außer sich über den Überfall und Cecil Rhodes und es wurde klar, dass nun ein harter Mann das Kommando in Südafrika übernehmen musste. Und es wurde beschlossen, dass Milner genau dieser Mann sein sollte. Milner reiste nach Südafrika, sondierte die Lage, kehrte nach London zurück und versammelte um sich alle nötigen Beamten und Gefolgsleute, die er brauchte. Und dann kehrte er zurück nach Südafrika mit dem Ziel, einen Krieg anzuzetteln. Später gab er zu, dass er den Krieg initiiert hatte, indem er Kruger in die Enge trieb und ihm keine andere Wahl ließ. Als neuer Hochkommissar der Kapkolonie wusste Milner, dass es nur einen Weg gab, wie man dem Kabinett und der britischen Öffentlichkeit einen neuen Krieg schmackhaft machen konnte. Krugers Buren mussten als diejenigen verkauft werden, von denen die Aggression ausging. Die Abwehr von Jamesons Überfall machte Präsident Paul Kruger in Transvaal zur Legende. Er fing an, seine kleine Armee auf eine Stärke von 25.000 Mann aufzustocken und sie mit den modernsten Waffen und Gewehren auszustatten. Kruger wurde für eine vierte Amtszeit zum Präsidenten von Transvaal gewählt und seine Beliebtheit bei den Afrikanern war nie größer. Einer von Rhodes' engsten Vertrauten, der Anwalt Jan Smuts, lief zu den Buren über. Schnell machte er dort Karriere und wurde Staatsanwalt und Berater von Paul Kruger. Mit seiner anti-englischen Rhetorik brachte Smuts die Uitlanders schnell gegen sich auf. Sie beklagten sich darüber, dass ihnen noch immer das Wahlrecht verwehrt wurde und dass die Steuern zu hoch seien. Der Charakter und die Rolle von Jan Smuts sind sehr komplex. Dieser talentierte junge Mann, zuvor eindeutig pro-britisch eingestellt, wechselte nicht nur die Seiten, sondern wurde auch zu einem einflussreichen Aufhetzer, der die Buren zum Handeln und zum Widerstand ermutigte. Im Oktober 1899 wurde eine große Zahl britischer Truppen an die Grenze zu Transvaal entsandt, eine gezielte Provokation. Kruger forderte den Abzug der Truppen, aber Milner reagierte darauf, indem er noch mehr Truppen in Marsch setzte. Kruger segnete daraufhin ein von Jan Smuts entworfenes Ultimatum ab, in dem Großbritannien aufgefordert wurde, die Truppen innerhalb von 48 Stunden von den Grenzen zurückzuziehen. In London begegnete man dem Ultimatum der Buren mit Freude, Hohn und Spott. Beim Daily Telegraph jubelten die Kommentatoren: Kruger hat um Krieg gebeten, also soll er Krieg bekommen. Am 12. Oktober 1899 griffen Einheiten der Buren auf dem Territorium der Kapkolonie einen britischen Panzerzug an. Dies war der Beginn des Zweiten Burenkriegs. In seiner Verzweiflung machte Kruger den ersten Schritt, bevor die Briten weitere Truppen nach Südafrika verlegen konnten und wurde dafür für alle Zeiten zum Aggressor abgestempelt.
Wars are always popular. Kriege sind immer so lange populär, solange man sie gewinnt. Von Anfang an überraschte der Zweite Burenkrieg die britische Bevölkerung. Da rückten Zehntausende von schmuckuniformierten britischen Soldaten an und dann wurden sie nicht fertig mit einer Schar wilder Bauern. Es gab keine richtigen Schlachten. Sie setzten auf Guerillakrieg. Als die Zahl der Toten stieg, als die Berichte über harsche Vergeltungsmaßnahmen in der Presse durchsickerten, da wurde der Krieg immer unpopulärer. Und es war ein ziemlich kostspieliger Krieg. Und das macht Kriege natürlich auch unpopulär. Es war die blutigste, kostspieligste und längste militärische Auseinandersetzung, auf die sich die Briten seit fast einem Jahrhundert einließen. Der britischen Öffentlichkeit lieferte der Burenkrieg wenig Jubelmeldungen. Nur ein Bericht machte landesweit Schlagzeilen und beflügelte die Fantasie. Die angeblich heldenhafte Flucht eines britischen Kriegskorrespondenten aus einem burischen Kriegsgefangenenlager. Der Name des Helden? Winston Churchill. Churchill arbeitete als Kriegsberichterstatter für eine Londoner Zeitung. Er beschreibt sich selbst als tollkühnen Abenteurer, der gefangen genommen wurde, als er einen britischen Panzerzug verteidigte und der auf wundersame Weise aus dem Kriegsgefangenenlager entkam und nach zahlreichen fantastischen Abenteuern endlich in Sicherheit gelangte. Tatsächlich stießen Jim und ich bei unserer Recherche in Oxford auf einen Brief von Churchills Mutter, adressiert an Alfred Milner persönlich, in dem sie ihn bat, alles Erdenkliche zu unternehmen, um Churchill aus dem Gefängnis zu befreien. Wie viel Bedeutung man dem zumessen sollte, ist wirklich schwer zu beurteilen. Aber wir fanden heraus, dass Churchill Milner später leidenschaftlich in Schutz nahm gegen alle Widerstände. Seine Berichte über die tollkühne Flucht verwandelten Churchill in einen öffentlichen Helden. Wenige Monate später sollte sich dies bezahlt machen. Er wurde für die konservative Partei ins Parlament gewählt. Aber der unpopuläre Krieg gegen die Buren ging unvermindert weiter. Die britische Regierung sandte nun Lord Kitchener nach Südafrika, um den Krieg endlich zu gewinnen. Aufgrund der katastrophalen Lage wurde nun Kitchener nach Südafrika gesandt. Hier war Herbert Kitchener, der Held des Empire. Er übernahm die Zügel und brachte Ordnung in die bislang verworrene Kriegsführung. Was Milner an Kitchener missfiel, war dessen sehr andere Herangehensweise. Er wollte den Krieg siegreich beenden. Er war dazu bereit, dafür auch eine mögliche Aussöhnung zu dessen Beilegung zu akzeptieren. Er hielt es für unnötig, die Buren komplett zu vernichten. Paul Kruger erkannte, dass die Burenrepubliken auf eine Niederlage zusteuerten. Er brach im Oktober 1900 nach Europa auf, wo er unter anderem die Niederlande und den deutschen Kaiser um Unterstützung bat. Es fand sich jedoch niemand, der wegen der Buren einen Krieg mit Großbritannien riskieren wollte. Im Mai 1901 reiste Alfred Milner nach London, um seine Position gegenüber Kitchener zu stärken und dem Kabinett seine neuen Strategien für Südafrika vorzustellen, hinter verschlossenen Türen. Königin Victoria war in der Zwischenzeit gestorben. Ihr ältester Sohn, der neu gekrönte König Edward VII., berief ihn in den Kronrat und verlieh ihm den Titel Lord Milner. Wenige Wochen später übernahm das Kabinett Milners Südafrika-Politik. Mächtiger als zuvor kehrte Milner nach Südafrika zurück, wo der brutale Krieg noch ein ganzes Jahr andauern sollte. Die Briten setzten Strategien ein, die sie bislang nie gegen weiße Bevölkerungsgruppen eingesetzt hatten. Das Abfackeln von Farmen und die Einfärchung der Bevölkerung in Konzentrationslager. Eine Art von ethnischer Säuberung wurde Bestandteil ihrer Militärpolitik. Die Zustände im Inneren dieser Lager unter der brütenden Sonnenhitze des Transvaal waren sehr schlecht. Zweifelsohne wurden den Familienmitgliedern von aktiven feindlichen Kämpfern die Nahrungsrationen willentlich halbiert. Daher stieg deren Sterblichkeitsrate natürlich enorm an.
Diese zusätzliche Stufe der Grausamkeit machte all die Vorkommnisse noch unverzeihlicher. Die Ruhr, andere Krankheiten und die hohe Kindersterblichkeit waren so schockierend, dass scharfe Kritik an Milners Führung laut wurde. In den britischen Konzentrationslagern wurden 120.000 Farmbewohner interniert. Über 26.000 Frauen und Kinder starben aufgrund der katastrophalen Lebensbedingungen in den Lagern an Hunger und Krankheiten. Angesichts der aussichtslosen Situation in seiner Heimat zog sich Kruger ins Exil in die Schweiz zurück, wo er 1904 verstarb. Die Burenrepubliken gaben auf. Wenige Tage vor Beginn der Friedensverhandlungen endete eine Ära. Im Alter von 48 Jahren starb Cecil Rhodes in seinem Haus bei Kapstadt an Herzversagen. Milner trat nun offiziell die Führungsrolle in der Geheimgesellschaft an, die er praktisch bereits nach dem Jameson Raid übernommen hatte. Jan Smuts formulierte die bedingungslose Kapitulation der Buren. Am 31. Mai 1902 wurde der Friedensvertrag unterzeichnet, der zur Folge hatte, dass die Burenrepubliken Teil des britischen Empire wurden. Smuts wurde nun wieder zu einem treuen Diener des Empire und stieg rasch die Karriereleiter empor. Am Ende des Ersten Weltkriegs war derselbe Mann, den man gut einen Verräter schimpfen könnte, 1918 Mitglied des Imperialen Kriegsrats. Man muss sich schon fragen, auf wessen Seite stand dieser Mann? Man vertraut keinem Verräter. Also liegt die Vermutung nahe, dass Smuts Rolle in Südafrika ihm von der geheimen Elite vorgegeben worden war. König Edward VII. Machte Lord Milner am 1. Juli 1902 zum Viscount. Als Gouverneur von Transvaal und der Oranjeflusskolonie wandte er sich der Aufgabe zu, Südafrika in eine britische Vorzeigekolonie zu verwandeln. Er sammelte seine neuen Staatsbeamten vor allem in Oxford zusammen. Milners Kindergarten, wie die Gruppe genannt wurde, löste Regierung und Verwaltung der beiden ehemaligen Burenrepubliken ab und begann, das verwüstete Land neu aufzubauen. Diesen Getreuen übergab er die Verwaltung Südafrikas, als er 1905 nach London zurückkehrte. Um sein Auskommen brauchte sich Milner keine Sorgen zu machen. Kaum zurück in England hatte er bereits Vorstandsposten bei drei Bankhäusern und einen bei Rothschilds Bergbaugesellschaft Rio Tinto inne. It's interesting that Winston Churchill. Es ist interessant, dass Winston Churchill behauptete, Milner hätte sich ab da komplett zurückgezogen und sein weiteres Leben in bescheidener Armut verbracht. Absoluter Unsinn. Milner blieb im Zentrum der geheimen Elite. Er blieb in Kontrolle der geheimen Elite und bestimmte deren ganzes Handeln. Und dazu gehörte die Vorbereitung des Ersten Weltkriegs. Sie würden Deutschland ausschalten. Es ging ihnen um das Empire. Es ging ihnen um das Englischsein. Und britische Interessen waren zu dieser Zeit bedroht. Diese Deutschen waren ein Problem. Diese Deutschen erschufen eine viel bessere Ökonomie. Es war eine moderne Wirtschaft, nicht stehen geblieben im 19. Jahrhundert. Technologiebasiert. Die oder wir war das Motto. Es gab also ein Feindbild. Es ist eine Frage, wann sie mit der Planung des Kriegs gegen Deutschland begannen. Eine andere Frage lautet, wann sie begannen, Deutschland als Bedrohung zu sehen. Das geht wahrscheinlich zurück zum Französisch-Preußischen Krieg 1870 und der anschließenden deutschen Reichsgründung. Es wurde schnell offensichtlich, dass es ein äußerst erfolgreiches Land werden würde. Und so kam es auch. Durch neue Technologien, Industrie und Handel. Die Deutschen bauten schnell eine ansehnliche Handelsflotte auf. Und das war ihnen ein Dorn im Auge. Ein weiterer Stein des Anstoßes war die stärkere Reglementierung des Bankenwesens im Deutschen Reich. Verantwortungsvolle Kontrolle der Banken, des Geldflusses, des Gelddrucks durch den Staat, nicht durch Privatbanken.
Das war ein rotes Tuch für die internationalen Bankiers. Das konnte nicht toleriert werden. Die größte Bedrohung wäre aber, wenn Deutschland wieder ein Bismarcksches Bündnis mit Russland einginge. Würde Deutschland mit Russland entweder ein Militär- oder ein Handelsbündnis eingehen, wäre die Vormachtstellung des Empire beendet. Und das war ihre größte Furcht. Die Vereinigung brachte Deutschland eine neue Machtposition in Europa ein. Und ab 1890 stand es außer Frage, dass das Deutsche Reich bald die industrielle Führungsposition in Europa einnehmen würde. Deutschland war vorher ein Abnehmer britischer Produkte gewesen, doch nun stand man auf eigenen Beinen. Die Herkunftsbezeichnung Made in Germany wurde in Großbritannien erdacht, als Schutz vor vermeintlich billiger und minderwertiger deutscher Importware. Doch die Bezeichnung galt bald in den Augen vieler Verbraucher als Gütesiegel. Hatte die deutsche Handelsflotte 1871 lediglich aus ein paar Seglern bestanden, bot sich 1900 ein völlig anderes Bild. Über 4000 Schiffe trugen deutsche Güter in alle Welt hinaus. Die Hamburg-Amerika-Linie Hapag stieg zur weltgrößten Reederei auf. Die Konjunktur des Kaiserreichs erblühte. Die Handelsmarine war auf eine expansive Kolonialpolitik ausgerichtet. Und nun begann Deutschland auch noch in Rumänien und Galizien in die Ölproduktion zu investieren. Die geheime Elite wusste, von welch hoher strategischer Bedeutung Öl in Zukunft für die wirtschaftliche Entwicklung und die Kriegsführung sein würde. 1902 wurde in England eine Kommission einberufen, um herauszufinden, warum die britische Armee im Zweiten Burenkrieg so versagt hatte. Das Gremium bestand aus drei Personen. Eine davon war Reginald Balliol Brett, Lord Esher. Er erklärte dem König abschließend, der Verteidigungszustand des Königreichs sei katastrophal schlecht. Die britischen Streitkräfte müssten umorganisiert und modernisiert werden. 1904 wurde zu diesem Zweck das Committee of Imperial Defence gegründet, kurz CID. With regard to Von dem geheimen Treffen und Absprachen von einflussreichen Gruppen wie dem Committee of Imperial Defense, das auch den Premierminister beriet, wusste das Parlament nichts. Alles war sehr geheim und jene, die in dessen innersten Kreis aufgenommen wurden, waren entweder bewährte Agenten oder Sympathisanten der geheimen Elite. Und die Pläne, die sie vorantrieben, waren Pläne für einen zukünftigen Krieg. Isher beispielsweise war dabei, damit er den König auf dem Laufenden halten konnte. Das Parlament wiederum wusste von nichts. Nach dem Tod der 81-jährigen Königin Victoria am 22. Januar 1901 hatte ihr ältester Sohn, Kronprinz Albert Edward, den Thron bestiegen. Als König Edward VII. Spielte er eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Weltkriegs gegen Deutschland. Die britische Königsfamilie entstammte aus dem Haus Sachsen, Coburg und Gotha und war mit deutschem Blut durchsetzt. Unter Königin Victoria wäre ein Krieg gegen Deutschland undenkbar gewesen. König Edward VII. Dagegen hasste Deutschland im selben Maße, wie seine Mutter es gemocht hatte. Edward VII. War ein wichtiges Rad im Getriebe der geheimen Elite. Als Sohn Königin Victorias war er der Thronfolger, doch ihre Regentschaft dauerte sehr lange. In seiner Jugend, da war er ein Schwernöter. Er besuchte die teuersten Modelle von Paris und hatte zahlreiche Verhältnisse. Während seiner Zeit in Oxford häufte er enorme Spielschulden an, aber darum kümmerten sich ja die Rothschilds. Aber Edward VII., Bertie, wie er damals genannt wurde, war ein intelligenter und talentierter junger Mann. Er sprach fließend Deutsch und Französisch. Er hatte großes Talent und die geheime Elite erkannte genau das in ihm. Der deutsche Kaiser und er kamen nicht gut miteinander aus. Und ein Grund dafür war Berties Mutter. Königin Victoria hegte eine tiefe Bewunderung für Kaiser Wilhelm II., Er war ein Herrscher. Er handelte wie ein Herrscher, er hatte den Gang eines Herrschers und sie hatte diesen Playboy, der in Oxford seine ganze Zeit verschwendete. Und noch dazu, Königin Victoria starb in den Armen Kaiser Wilhelms II. Er war an ihrer Seite, als sie auf der Isle of Wight verschied.
Bertie war vorher kurz vorbeigekommen, musste dann aber weiter. Als Bertie König wurde, schlüpfte er in eine neue Rolle. Er wurde zum tatsächlichen Außenminister des Landes. König Edward unterlag die Aufgabe, alle Bündnisse zwischen dem Deutschen Reich und den anderen europäischen Monarchien zu lösen. Edward segelt auf seiner Yacht durchs Mittelmeer, besucht Neapel, besucht Rom und den Papst, den italienischen und den spanischen König. Und immer verteilt er Auszeichnungen und Orden. Dieser gütige König erfüllte in Wahrheit eine wesentlich riskantere Mission. Im Laufe der Jahre wuchs sein Selbstbewusstsein und die Regierung und Sir Edward Grey gestanden ihm gerne mehr und mehr Handlungsspielraum zu. Wenn er unterwegs war, dann wurde er begleitet von dem halbwahnsinnigen Lord Fisher von der Admiralität und weiteren hochrangigen Militärs. Und natürlich regelten diese Leute ihre Aufgabe hinter den Kulissen. Als das britische Parlament genauere Auskunft forderte, da wurde alles geleugnet. Es gebe keine Vereinbarungen. Der König besuche einfach nur die anderen Adeligen Europas. Alles sei gut. Aber hinter den Kulissen erledigte der wahre Außenminister seine Arbeit. Eigentlich lag die Verantwortung für die britische Außenpolitik traditionell beim Foreign Office. Aber es war König Edward VII., der innerhalb von gerade einmal 6 Jahren sowohl Frankreich als auch Russland zu einem geheimen Bündnis mit Großbritannien bewegen würde. Im Gegensatz zu England war Deutschland kein Neuling, was internationale Bündnisse anbelangte. Das Deutsche Reich bildete mit Österreich-Ungarn und Italien den Dreibund. Dieser Vertrag verpflichtete die Unterzeichner zu gegenseitiger Unterstützung im Falle eines gleichzeitigen Angriffs zweier anderer Mächte oder eines französischen Angriffs auf das Deutsche Reich oder Italien. Die britische Annäherung an Frankreich war vergleichsweise simpel zu bewerkstelligen. Napoleon III. Hatte zwar eingeräumt, schuld am deutsch-französischen Krieg von 1870-71 zu sein, aber viele Franzosen begegneten Deutschland dennoch mit großer Verbitterung. Auch 30 Jahre später schmerzte die Schmach der Niederlage. Die Vereinigung Deutschlands und die Annexion von Elsass-Lothringen war vielen Franzosen ein Dorn im Auge und im französischen Militär gab es republikanische Kreise, die auf Rache sannen. Diese Revanchisten hatten geschworen, nicht zu ruhen, bis die verlorenen Provinzen wieder zu Frankreich gehörten. Dieses Gefühl des Verlustes und die stark nationalistisch gefärbte Stimmung würde die geheime Elite bald noch anheizen, um Frankreich für den Krieg gegen Deutschland einzuspannen. Die Unterzeichnung der Entente Cordiale war eine der ersten großen diplomatischen Erfolge König Edwards VII. Dieses Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich war oberflächlich gesehen kein Militärbündnis, sondern es regelte die kolonialen Interessen beider Mächte in Nordafrika. Doch die Entente Cordiale enthielt zusätzliche Geheimklauseln, die der Öffentlichkeit verschwiegen wurden. Zur ersten Marokko-Krise kam es 1905 als Folge der Entente Cordiale zwischen Frankreich und Großbritannien von 1904. Da waren Geheimklauseln beigefügt, die es Frankreich erlaubten, sich Marokko und Großbritannien sich Ägypten einzuverleiben. Frankreich hatte bereits das benachbarte Algerien unter Kontrolle. Das wäre also die logische Ausweitung ihres Imperialismus in Nordafrika. Auch Italien und Spanien wurden Gebiete in Afrika zugesprochen, im Tausch für einen Nicht-Angriffspakt mit England im Falle eines kontinentalen Krieges. Dadurch schränkte Italien seine im Dreibund eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn deutlich ein. Vor allem aber verstießen diese Geheimklauseln gegen die im Jahr 1880 unterzeichnete Madrider Konvention. Dieses Abkommen besagte, dass die Unabhängigkeit Marokkos und die Herrschaft des dortigen Sultans geschützt werden sollen. Gemeinsam hatten Großbritannien, Frankreich und Deutschland versprochen, den Freihandel mit dem Land nicht anzutasten.
Kaiser Wilhelms Nachrichtendienst erfuhr von diesen Geheimklauseln. Und er machte ganz deutlich, dass Deutschland Handelsinteressen in Marokko hatte. Er stattete dem dortigen Sultan einen Besuch ab. Das sorgte für schwere diplomatische Verwerfungen in Europa. Und Delcassé, der französische Außenminister, heizte die Lage noch weiter an. Er war nicht nur ein Revanchist, er war ein Deutschenhasser. Manche Einschätzungen gehen so weit zu vermuten, dass es bereits damals zum Krieg hätte kommen können. Und natürlich heizte die kontrollierte Presse in England die Stimmung weiter an und propagierte Hass und Feindseligkeit gegen das Deutsche Reich. Das war der Anfang dieser gezielten Kampagne, die bis zum Beginn und den ganzen Krieg über nicht nachließ. Die Lösung kam von Kaiser Wilhelm, als er mit dem Sultan sprach und ihm seine Unterstützung zusagte. Die Lösung sei eine internationale Konferenz. Delcassé stellte sich rigoros gegen den deutschen Vorschlag und beschuldigte Kaiser Wilhelm, die Entente Cordiale zerschlagen zu wollen. Doch die Mehrheit der französischen Abgeordneten stimmte Kaiser Wilhelms Vorschlag zu. Die Mehrheit der Abgeordneten im französischen Parlament stimmte zu. Und als das geschah, waren Delcassés Tage gezählt. Er würde bald zurückkehren, aber in diesem Augenblick verlor er seine Stellung. Die Konferenz wurde in Algeciras in Südspanien abgehalten. So wurde die erste Marokko-Krise gelöst. Zwischen 1904 und 1905, zeitgleich zur Bildung der Entente Cordiale und der anschließenden Marokko-Krise, kam es zum Russisch-Japanischen Krieg. Zur allgemeinen Überraschung holte sich Russland dabei eine blutige Nase. Die geheime Elite war zweifelsohne auch hier beteiligt, sowohl als Anstifter als auch als Profiteur. Die Rothschild-Banken in England vergaben riesige Kredite an die japanische Regierung, um eine topmoderne Marine und schlagkräftige Armee aufzubauen. Und genauso lief es mit den Russen. Die erhielten große Kredite von der Pariser Börse, von den französischen Bankhäusern, auch von dem der Rothschilds. Die übliche Nummer, internationale Bankiers, die Geld an beide Kriegsparteien verleihen. Russland benötigte anschließend eine komplett neue Kriegsmarine, denn die Flotte war bei der Schlacht von Tsushima fast vollständig vernichtet worden. Russland wollte sein Reich nach Osten hin ausdehnen, vor allem auch um Kontrolle über eisfreie Häfen zu gewinnen. Um britische Interessen in Fernost zu schützen, ermutigte die geheime Elite Japan zum Angriff auf Russland. Die zuvor geschlossene Entente Cordiale half Frankreich, aus dem Konflikt herauszuhalten. Frankreich war mit Russland verbündet, Großbritannien mit Japan. Beide Nationen beschränkten sich auf die finanzielle Unterstützung ihrer kämpfenden Bündnispartner. Von 1904 bis 1905 tobte ein brutaler Krieg, in dessen Verlauf Japan die russischen Streitkräfte in Fernost dezimierte. Der Sieg brachte den Japanern internationale Anerkennung und einen von Präsident Roosevelt vermittelten Friedensvertrag. Russland musste gewaltige Reparationszahlungen leisten und Japan zusätzliche Fischereirechte in russischen Gewässern einräumen. Russlands Fernostpläne lagen in Scherben. Es war zu Lande und zur See geschlagen worden. Revolution lag in der Luft. Auf dem Panzerkreuzer Potjemkin, Russlands größtem Schlachtschiff, brach eine Meuterei aus. Bei Unruhen in Odessa wurden im Juli über 6000 Zivilisten getötet. Hungersnot und offene Revolte drohten. Zar Nikolaus II. War pleite und brauchte dringend neue Verbündete. Kaiser Wilhelm sah hier die Chance auf ein neues Bündnis und kontaktierte seinen Vetter, den Zaren. Gegen Ende des russisch-japanischen Krieges kam es zu einem interessanten Treffen zwischen dem Zaren und dem Kaiser. Und zwar auf Höhe der finnischen Insel Björkö. Der Kaiser reiste auf seiner Yacht Hohenzollern an, Zar Nikolaus II. Auf seiner Yacht Polarstern. Dieses geheime Treffen fand ohne Minister und Regierungsvertreter statt. Das Ergebnis des Treffens auf der Yacht des Zaren war der Beschluss eines gemeinsamen Vertrags,
ein Verteidigungspakt zwischen Deutschland und Russland. Der Zar stimmte zu und unterschrieb den Vertrag. Dann bekam die Elite Wind davon durch ihre Spione in den Diplomatenkreisen in Russland und Deutschland. Sie setzten alle Hebel in Bewegung, um dieses Bündnis zu kippen. Es war, wie gesagt, essentiell für die geheime Elite, eine freundschaftliche Annäherung Deutschlands und Russlands zu vereiteln. Denn gemeinsam wären sie nahezu unschlagbar. Es wurden Menschen im Umfeld des Zaren, die Verbindung zur geheimen Elite hatten, unter Druck gesetzt, dem Zaren das Bündnis auszureden. Und letztendlich wurde der Vertrag von Björkow nicht ratifiziert. Alle Mühen waren umsonst gewesen. Kaiser Wilhelm war davon tief enttäuscht. Die Auswirkungen sind kaum vorstellbar, die der Vertrag nicht nur für Deutschland und Russland, sondern für die gesamte Welt hätte haben können. Izvolsky war dafür zweifelsohne mitverantwortlich. Alexander Izvolsky war der russische Gesandte in Kopenhagen, eine eher unbedeutende Stellung. Er und König Edward waren sich zu dieser Zeit bereits mehrfach begegnet. Izvolsky war ein bisschen ein Lebemann, er liebte das Luxusleben, Geld auszugeben, das er nicht wirklich hatte. Und mit diesem Geld versorgte ihn die geheime Elite. Er würde sich für sie als äußerst wichtiger Agent erweisen. Izvolsky war zuvor bankrott gewesen, aber fortan wurde er, über den Umweg des britischen Auswärtigen Dienstes, von der geheimen Elite finanziert. Und 1906 verschaffte diese ihm die Beförderung zum russischen Außenminister. Er half bei den Vorbereitungen des Vertrags von St. Petersburg, dem nächsten großen diplomatischen Erfolg König Edwards und der geheimen Elite. Russland war traditionell darauf aus, Zugang zu einem eisfreien Hafen zu erlangen. Die geheime Elite wusste das, deshalb köderten sie den Zaren mit der künftigen Kontrolle über Konstantinopel und die Dardanellen. Der 1907 geschlossene Vertrag von St. Petersburg drehte sich offiziell um Persien, ebnete in Wirklichkeit aber den Weg für ein britisch-französisch-russisches Bündnis gegen das Deutsche Reich, die sogenannte Triple Entente. Auch diese Vereinbarung ging hinter dem Rücken des britischen Parlaments vonstatten. Die Unterzeichnung des Vertrags von St. Petersburg wurde auf einen Termin gelegt, zu dem das Parlament in der Sommerpause war. Nun formierten sich Großbritannien, Frankreich und Russland zur sogenannten Triple Entente. Dies war die Macht, die sich nun gegen Deutschland und seine drei Bundpartner Österreich, Ungarn und Italien aufstellte. Die britische Bevölkerung und die meisten Abgeordneten bevorzugten meiner Ansicht nach das Deutsche Reich gegenüber Russland und sie fragten, was geht da vor sich? Was soll das denn bedeuten? Als Antwort präsentierte man ihnen den üblichen Nonsens. Dies soll den Frieden Europas sichern, den Weltfrieden. Es wird den Welthandel verbessern, den Wohlstand fördern und noch vieles mehr. Es waren also komplette Lügen, mit denen man sie abspeiste. Und leider, wie so oft, wurden diese Lügen geglaubt. Das Modell der britischen Demokratie mit seinen regelmäßigen Wahlen und Regierungswechseln galt stets als Sicherheitsnetz gegen Despoten, doch das war es in Wahrheit nie. Es war eigentlich egal, wer gewählt wurde, denn die geheime Elite hatte mögliche Kandidaten bereits abgesegnet und für ihre Aufgaben vorbereitet. Man hätte denken können, dass als es in 1906 zu einem massiven Regierungswechsel von den Konservativen zu den Liberalen kam, die ein völlig neues Großbritannien versprachen, auch die Beamten im Außenministerium und Innenministerium, der Premierminister und der Kanzler alle der Parteilinie der neuen Regierung folgen würden. Keineswegs. Monate vor der Wahl hatten die drei Schlüsselpersonen Richard Haldane, Edward Grey und Herbert Asquith ein persönliches Treffen mit dem König, um sich dessen Segen abzuholen, hinter dem Rücken ihrer Parteimitglieder, dass sie würdig waren, nach dem Regierungswechsel die wichtigsten Ämter Großbritanniens zu übernehmen. Jeder von ihnen hatte gute Beziehungen und eine persönliche Vorgeschichte mit Alfred Milner. Asquith hatte seine Karriere als Anwalt zur selben Zeit wie Milner begonnen. Sie hatten zusammen in Oxford studiert.
In unserer Recherche stießen wir auf direkten Briefkontakt zwischen Haldane und Milner in Südafrika, in dem Haldane ihm seine bedingungslose Unterstützung zusagte. Edward Gray, ein Mann, für den ich die tiefste Abneigung hege, war einfach ein williger Befehlsempfänger. Und er tat, was von ihm erwartet wurde. Auch er ein Oxford-Typ und daher vertrauenswürdig. Alle von ihnen waren untrennbar mit Alfred Milner verbunden. Dieses Triumvirat von Asquith, Gray und Haldane sollte letztlich England in den Krieg mit Deutschland führen. Asquith wurde Schatzkanzler, Gray zum Außenminister und Haldane zum Kriegsminister. Unterdessen nahm das frisch gegründete CID, das Committee of Imperial Defence, geheime Militärgespräche mit Frankreich und Belgien auf. Das CID kannte bereits den mehrfach aktualisierten Schlieffenplan des deutschen Generalstabs. Diese von Graf Alfred von Schlieffen entworfene Defensivstrategie sah für den Fall eines Zwei-Fronten-Krieges vor, zunächst die Masse des deutschen Heeres im Westen gegen Frankreich einzusetzen, durch Belgien marschierend die französischen Befestigungen zu umgehen und das französische Heer im Rücken zu fassen. Nach einem schnellen Sieg über Frankreich sollten die Truppen nach Osten verlegt werden, um nun Russland niederzukämpfen. Als Verletzung von Belgiens Neutralität präsentiert, hätte man hiermit einen glaubhaften und vor allem emotionalen Kriegsgrund, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Belgiens König Leopold II. Traf Zusagen, die von der Wirkung her das Ende der belgischen Neutralität bedeuteten. Großbritannien nickte im Gegenzug die Besetzung des Kongos durch belgische Truppen ab. Diese militärische Zusammenarbeit Belgiens mit Großbritannien erfolgte unter völliger Geheimhaltung. Als sie 1906 ihre Ministerämter antraten, genehmigten Haldane und Gray die Fortsetzung dieser geheimen Absprachen. Hinter dem Rücken des liberalen Kabinetts steuerten sie das Land zielstrebig auf einen Krieg mit dem Deutschen Reich zu. Dabei hatte die liberale Partei die Wahl doch gewonnen unter dem Motto Frieden und Senkung der Rüstungsausgaben. Kriegsminister Richard Haldane stellte zahlreiche Reformpläne für die britische Armee vor. Es wurde ein Expeditionskorps aufgestellt, das an der Seite Frankreichs würde kämpfen können. Großbritanniens sogenannter erster Seelord, Admiral Sir John Fisher, verpasste der Flotte eine radikale Modernisierung. Er verbesserte Reichweite, Genauigkeit und Feuergeschwindigkeit der Schiffskanonen. Er führte Torpedoboote und Unterseeboote ein und war verantwortlich für den Bau der ersten großen Dreadnought-Schlachtschiffe. Vor allem setzte er auf Kriegsschiffe, die mit Öl statt Kohle befeuert wurden. Ein mit Öl befeuertes Schiff konnte schneller die maximale Leistung erreichen und bis zu 4-mal weitere Entfernungen zurücklegen. Fischer trat sogar vehement dafür ein, dass man die deutsche Flotte präventiv kampfunfähig machen und grundsätzlich einen Erstschlag gegen die Deutschen führen sollte. Auch eine Seeblockade wurde vorbereitet, die Deutschland im Kriegsfall vom Überseehandel und von der Versorgung mit Rohstoffen abschneiden sollte. 1908 erhielten zwei sehr unterschiedliche Politiker Kabinettsposten: Winston Churchill und David Lloyd George. Churchill stand seit Südafrika mit Alfred Milner in Verbindung und bewunderte Milners Genialität. Er wurde Handelsminister. David Lloyd George wurde Schatzkanzler, eine kürzlich frei gewordene Position, da Asquith, die Nachfolge des verstorbenen Campbell Bannerman, als Premierminister antrat. David Lloyd George war schon ein interessanter Typ. Er war ein radikales und feuriges Parlamentsmitglied mit Waliser Abstammung. Von Beruf Anwalt. Sehr eloquent. Ein fantastischer Redner. In der Lage, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Und er stand sehr auf der Seite der kleinen Leute, der Arbeiter, im Gegensatz zu den Oberschichtlern und Bankiers. Während des Burenkriegs war er ein entschiedener Kriegsgegner, ein Nonkonformist. Er freundete sich mit Winston Churchill an, als sie beide in den Strudel der geheimen Elite gerieten. Schwierig zu sagen, womit sie ihn genau rumkriegten, aber ziemlich sicher waren es Geschenke und Geld. Er verfügte über kein eigenes Vermögen. Aber bald hatte er ein tolles großes Haus nahe eines Golfplatzes.
wo er freigebig Gäste empfing. Aber bald bekam er Probleme mit dem Gesetz. Er musste sich vor Gericht aufgrund zahlreicher Anschuldigungen wegen Ehebruchs und ähnlicher Delikte verantworten. Die geheime Elite bot in diesen Fällen immer die besten Anwälte und Strafverteidiger auf, um ihn vor Schaden zu bewahren. Denn sie würden Lloyd George noch brauchen. Sie wussten, dass er für sie noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen würde. Und zwar, weil er immer noch als Mann des Volkes galt. Jemand, der nicht zulassen würde, dass sein Land ohne triftigen Grund in einen Krieg verwickelt würde. Deswegen protegierten sie ihn. Und er wurde ihr gefügiger Handlanger. Die geheime Elite trieb ihr Vorhaben weiter voran, Russland in die Entente Cordiale einzubinden. Doch die brutale Gewalt, mit der Russland im eigenen Land die ersten Gehversuche in Sachen Demokratie unterdrückte, stieß die britische Öffentlichkeit ab. Im Jahr 1908 sorgte ein Ereignis für große Beunruhigung in England. Und zwar das Treffen des Königs mit dem russischen Zaren in Rival. Parlamentsmitglieder fragten laut, was der König denn da mache. Diese Russen sind absolut schreckliche Leute, mit denen wir nichts gemeinsam haben. Aber die Beteiligten scherten sich nicht um die öffentliche Meinung. Die war hier nicht wichtig. Zur Beruhigung versicherte Grey den Abgeordneten des Unterhauses, beim Staatsbesuch des Königs in Reval werde weder ein neues Abkommen noch ein neuer Vertrag diskutiert, noch ist es beabsichtigt, Verhandlungen zu initiieren. Einzig familiäre Zuneigung sei der Grund für die Visite. Als Konsequenz von Reval entstand eine mächtige, potenziell militärische Allianz gegen Deutschland. Dem Außenministerium in Berlin kam die Situation äußerst verdächtig vor. Vollkommen zu Recht. Aber sie waren dagegen machtlos. Die Behauptung, dass ein Ring aus Stahl um Deutschland gezogen werde, war in der Tat zutreffend. Und es war König Edward VII., der dafür verantwortlich war. Alle deutschen Verdächtigungen wurden von Außenminister Grey zurückgewiesen. Niemand habe die Absicht, Deutschland zu isolieren, zumal Deutschland ja mit Österreich-Ungarn und Italien im Dreibund schon über zwei großartige Freunde verfüge. Das Deutsche Reich war umzingelt. Nun musste nur noch ein passender Vorwand gefunden werden, dann konnte der Krieg beginnen. Österreich-Ungarns Besitzansprüche auf dem krisengeschüttelten Balkan boten sich dafür geradezu an. Wir begegnen Iswolski erneut im Jahre 1908. Als er dem Außenminister Österreich-Ungarns, Baron von Ehrenthal, einen streng geheimen Besuch abstattete. Bei diesem Treffen unterbreitete Iswolski ihm den Vorschlag, dass Russland einer Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Österreich zustimmen würde, wenn sich Österreich im Gegenzug bereit erklärte, eine zukünftige Annexion Konstantinopels und der Meerenge der Dardanellen durch Russland zu akzeptieren. Baron Alois von Ehrenthal stimmte Iswolskis Angebot zu. Österreich-Ungarn würde das bereits seit 30 Jahren von ihm verwaltete Bosnien-Herzegowina annektieren und dafür im Gegenzug die russischen Interessen an den Dardanellen und Konstantinopel unterstützen. Am 6. Oktober 1908 verkündete der österreichische Kaiser Franz Josef die Annektierung Bosnien-Herzegowinas. Das sorgte für gewaltige Unruhe auf dem Balkan. Serbien war außer sich. Serbien machte sich sogar kriegsbereit und bat Russland um Unterstützung. Da wandte sich von Ehrenthal an die Öffentlichkeit und schilderte seine geheime Abmachung mit Iswolski. Wir haben mit dem russischen Außenminister eine Vereinbarung getroffen. Da musste Iswolski öffentlich zurückrudern, ebenso Russland und Serbien. Und auch diese Krise entspannte sich, wie auch die Marokko-Krise zuvor. Russland hatte sich noch nicht von der verheerenden Niederlage gegen Japan erholt. Bloßgestellt von Iswolskis Geheimabsprache und der eigenen militärischen Schwäche, weigerte sich Russland zu intervenieren. Es ist interessant, dass Iswolski sich anschließend in Russland heftigster Kritik ausgesetzt sah.
Was macht dieser Idiot? Was bezweckt er? Er hatte ohne Erlaubnis des Zaren und der anderen russischen Minister gehandelt. Es sah aus, als wäre seine Karriere erledigt. Da intervenierte der Mann, der seinen Aufstieg erst ermöglicht hatte. König Edward VII. Schrieb seinem Neffen, dem Zaren, einen eindringlichen Brief, in dem er ausführte: Großbritannien braucht diesen Izvolsky. Du darfst seine Karriere nicht ruinieren. Das ist der Mann, mit dem Großbritannien gut zusammenarbeiten kann. So wurde Izvolskys Karriere gerettet. König Edward VII. Schritt ein und rettete ihn im Auftrag der geheimen Elite. Die Serben hatten auf die Unterstützung Russlands gehofft, aber nun blieb ihnen keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen. Das schürte den Hass gegen die übermächtigen österreichisch-ungarischen Nachbarn noch weiter. Im Dezember 1909 schloss Russland mit dem seit kurzem unabhängigen Bulgarien ein geheimes Militärabkommen. Darin hieß es, nur ein siegreicher Krieg gegen Kaiserreich und Donaumonarchie würde zur Erfüllung aller Ziele der Balkanvölker führen. Vor 1908 waren die Beziehungen zwischen St. Petersburg und Wien gut gewesen, vor allem hinsichtlich des Balkans. Mit seinem Vorstoß hatte Izvolsky die Freunde einander völlig entfremdet. Die militärischen Absichten aller Mitglieder der Triple Entente waren nun auf einheitlichen Kurs gebracht. Russland wollte die Meerenge der Dardanellen und Konstantinopel. Frankreich wollte Elsass-Lothringen zurück und Großbritanniens geheime Elite wollte Deutschland strangulieren. Die Kriegsvorbereitungen Großbritanniens liefen indes mit ungebremster Macht weiter. Im Rahmen der streng geheimen militärischen Vorbereitungen reisten britische und französische Stabsoffiziere durch Frankreich und durch das angeblich neutrale Belgien. Belgian neutrality was a myth. Die belgische Neutralität war ein Märchen. Sie wurde schon Jahre zuvor heimlich außer Kraft gesetzt. Die Pläne des britischen Expeditionskorps, die detailliertes Kartenmaterial und Namen örtlicher Ansprechpartner beinhalteten, durch Nordfrankreich und Belgien zu marschieren, waren der belgischen Führung bereits frühzeitig bekannt. Wenn man bedenkt, dass die Kanonen der großen belgischen Grenzforts alle nur in Richtung Deutschland platziert waren, dann wundert man sich, wie jemand darauf reinfallen konnte. Die gesamte belgische Oberschicht war mit der Englands eng verbunden. Die belgische Neutralität war nur Fassade. Sie war der Vorwand, mit dem man letztendlich die britische Bevölkerung von dem Krieg überzeugen konnte. Die britische Wählerschaft hatte sich 1906 mit großer Mehrheit für Frieden und einen deutlichen Abbau der Rüstungsausgaben ausgesprochen. Die geheime Elite musste also einen völligen Stimmungsumschwung herbeiführen. Auf ihre Veranlassung hin verbreiteten die Medien eine Flut von Panikgeschichten. So entstand der Mythos vom großen Wettrüsten zur See. Schauen wir uns mal das sogenannte große Marinewettrüsten zwischen Deutschland und Großbritannien an, das in so vielen Schulbüchern und historischer Fachliteratur als ein bedeutender Kriegsgrund vorgeschoben wird. Meiner Ansicht nach war es absolut kein Kriegsgrund, nur eine weitere Lüge. Großbritannien hatte eine gewaltige Flotte, größer als alle anderen in der Welt. England achtete immer peinlich genau darauf, mehr Kriegsschiffe zu besitzen als die zwei nächstgrößten Länder zusammengenommen. Daran wurde immer festgehalten. Wie jede andere moderne Nation dieser Zeit, beispielsweise Amerika, Russland, Japan, benötigte auch das Deutsche Reich eine Kriegsflotte zum Schutz des eigenen Seehandels. Es gab keinen Grund für Deutschland, darauf zu verzichten. Warum sollten sie? In Wahrheit waren die britischen Marineausgaben in den letzten Jahren vor Kriegsausbruch mehr als doppelt so hoch wie die des Deutschen Kaiserreichs. Dennoch wurde weiter das Gerücht von Deutschlands ausuferndem Militarismus verbreitet, um immer höhere Verteidigungsausgaben zu rechtfertigen. Brought in all sorts of underhand methods to ensure this, and one of them, a very interesting one, was this chap, a chap by the name of Mulner.
Man nutzte viele dreckige Tricks, um dies zu erreichen. Ein interessantes Beispiel dazu ist die Geschichte eines gewissen Herrn Mulliner. Er war Direktor eines großen Rüstungsunternehmens namens Coventry Ordnance, das Munition, Artilleriegeschosse und auch kleinere Kriegsschiffe herstellte. Und dieser Typ war in der Zeit von 1909 bis 1910 geschäftlich unterwegs in Deutschland. Auf den deutschen Werften inspizierte er die neuen deutschen fortschrittlichen Techniken im Schiffsbau. Die Deutschen waren ihm gegenüber sehr offenherzig und führten ihn vertrauensvoll in ihren Werften herum. Zurück in England wurde er vor ein Gremium des Unterhauses geladen, das für die Marineausgaben und den Bau neuer Kriegsschiffe zuständig war. Er trat vor das Komitee und sagte: Deutschland baut eine gewaltige Kriegsflotte. Prompt wurden die britischen Marineausgaben sehr deutlich erhöht. Das Interessante war nun, dass keiner der neuen Rüstungsaufträge an Mulliners Fabrik ging. Er war absolut stinksauer, dass er selbst nicht daran profitieren würde. Er drohte, mit der Wahrheit ans Licht zu treten, sich an die Presse zu wenden und zuzugeben, dass sein Auftritt vorher abgesprochen war. Man kaufte sein Schweigen mit einer ansehnlichen Menge Geld und er verschwand in der Versenkung.